Einen schönen Donnerstagabend. Ja, und recht schön war auch der Tag heute. Am Vormittag hat sich die Sonne stellenweise noch etwas schwer getan. Ab Mittag war es dann aber über weite Strecken sonnig. Das Ganze bei Höchstwerten zwischen 14 und 17 Grad. Gemessen im Schatten an einer sonnigen Hauswand, da war das definitiv T-Shirt-tauglich. Und einmal geht noch. Morgen legt der Föhn noch ein Schäufelchen drauf. Somit bewegen wir uns am 20. Dezember schon in der Früh durchwegs im Plusbereich. Die Höchstwerte auch beachtlich, zwischen 12 Grad am Arlberg und 18 in Feldkirch. Und dazu gibt's vor allem am Vormittag einiges an Sonne. Der Föhn, der könnte allerdings schon in den Tälern lästig werden. Am Nachmittag verdichten sich die Wolken und im südlichen Montafon, da kann's teilweise leicht regnen. Ansonsten bleibt es bis zum Abend hin trocken. Bevor uns in der Nacht auf Samstag eine Kaltfront erreicht. Wir starten mit vielen Wolken ins Wochenende. Ab Mittelgebirgsniveau wird's winterlich, aber schon am Vormittag. Da klingen letzte Regen- und Schneeschauer ab und die Sonne, die setzt sich durch. Am Sonntag regnet es vor allem in der zweiten Tageshälfte wieder mehr. Hinzu kommt stürmischer Westwind, das Ganze aber bei Höchstwerten unter der 10-Grad-Marke. Und auch der Start in die letzte Dezemberwoche, der wird nass, windig und trüb. Am Montag liegt die Schneefallgrenze zwischen 700 und 1000 Metern. Am Dienstag zu Heiligabend, da könnten sich mit etwas Glück ein paar Schneeflocken auf bis zu 600 Meter herunter verirren. Stichwort Schneeflocken in der Höhe, da sollte in den kommenden Tagen doch etwas an Neuschnee zusammenkommen. Hier in Obermünster liegt aktuell eine Schneedecke von 40 Zentimetern. Morgen sorgt dann der stürmische Föhn mit teils orkanartigen Böen für sehr ungemütliches Wintersportwetter. Und es wird auch auf den Bergen noch einmal außergewöhnlich mild. Der Samstag, der bietet sich dann aber an für ein paar Schwünge im frischen Pulverschnee. Letzte Schneeschauer zwischen dem Arlberg und der Silvetta, die klingen am Vormittag ab. Und vor allem am Nachmittag gibt's dann einiges an Sonne. Und die Temperaturen, die sind wieder da, wo sie hingehören. Zum Mittag messen wir auf 2000 Metern minus 3 Grad. Der Sonntag, der bringt dann in allen Gebirgslagen wieder wechselhaftes Wetter mit Schneeschauern bis etwa 1200 Meter. Zudem legt der Westwind im Laufe des Tages erneut zu und erreicht in höheren Lagen Sturmstärke. Die Chancen auf weiße Weihnachten, die liegen also auf über 1000 Metern recht gut. Unter 600 Metern müsste schon eher das Christkind persönlich etwas nachhelfen. Mehr dazu gibt's am Morgen in unserer Wetterreportage. Schönen Abend Ihnen. Auf Wiedersehen.